Hallo und herzlich willkommen zurück hier zu Borderlands 1. Die Enhanced Edition in der Game of the Year Variante mit allen DLCs und allem Schnickschnack-Schnuck. Und in der letzten Folge haben wir gegen den Skagzilla verkackt und aktuell habe ich auch keine Lust gegen den zu kämpfen, weil irgendwie sind unsere Waffen dafür einfach auch zu schlecht. Ich mache da bei dem so gut wie keinen Schaden, obwohl wir gute Waffen haben. Ja. Wie dem auch sei, für mich ist es jetzt schon eine Weile her, dass ich aufgenommen habe. Notgedrungen, weil, naja, sagen wir es mal so. Wir haben jetzt Dienstag und das letzte Mal, dass ich aufgenommen habe, war Freitag. Und, nee, nicht Freitag, war Donnerstag. Freitag wollte ich eigentlich auch aufnehmen, aber, nun ja. Am Freitag dachte sich mein zweiter Monitor so, nö, nach 9 Jahren quittiere ich den Dienst. Das heißt, ich musste erstmal einen neuen Monitor kaufen, weil das Problem ist, ich muss ja nebenher kontrollieren können, ob die Aufnahme läuft, ob alles funktioniert, ob es irgendwelche Probleme gibt, dass ich schnell reagieren kann. Und das geht halt nun mal nicht, wenn ich den zweiten Bildschirm nicht habe. Deshalb war ich jetzt in der Zwangspause, bis mein neuer Monitor da ist. Naja, und ich habe dann gleich abgegradet. Sagen wir es mal so, ich hatte ja vorher einen 27 Zoll mit 144 Hertz und 2K als Primärmonitor. Und von dieser gleichen Baureihe habe ich mir die dritte Generation gekauft, dass sie zusammenpassen. Sprich, mein alter Primärmonitor ist nun mein Zweitmonitor und ich habe einen neuen Primärmonitor. Sozusagen die dritte Generation meines bisherigen Monitors und der hat jetzt eigentlich die gleichen Spezifikationen. Er hat nur ein besseres Panel, also ein besseres. Der alte hat den TNT-Panel und der neue hat jetzt ein IPS-Panel. Und der neue hat 165 Hertz. Sprich, für mich sieht das Ganze noch viel flüssiger aus. Hätte ich nicht gedacht, dass die Hertz da noch was ausmachen, aber die 165 Hertz zu 144, die merke ich schon. Also das hätte ich echt nicht gedacht, dass ich da noch den Unterschied sehe, aber ich sehe ihn. Naja, wie dem auch sei. Weiter geht's. Ich hatte schon richtig Sehnsucht. Ich wollte schon das ganze Wochenende zocken und ging leider nicht. Weil ich hätte ja auch einfach so zocken können für mich selber. Aber was bringt mir denn das? Ich will ja mit euch das Ganze hier erleben. Und jetzt sind wir hier gespawnt. Komisch. Na. Finde ich. Sind wir letztes Mal auch auf der anderen Seite gespawnt? Ja. Macht ja nichts. Wir sind ja gleich schon hier. Das. Irgendeine Werkstatt. Na, töten wir mal die Banditen. Oh. Hey Leute. So, das ist kaputt. Wow. Fuck. Ich auch wieder zurück. Nee, dann nicht. Ihr Schweine. Gebt mir doch wenigstens die Chance, dass ich mich zurückholen kann. Ah ja, das hat mir dann Haufen Kohle gefressen. Blark. Ich muss ja die Kohle wieder reinholen. Hallo, lass mich da rein. Granate. Kann ich brauchen. Hey, los, mach deine Kelle auf.
Oh. Da ist das Schwein. Jetzt gehe ich kurz hier hin, dass ich den Respawn-Punkt kriege. So. Hui! Für die Fans! So. Wie war das? Rache ist Blutwurst, gell? Bam! Die Waffe ist einfach geil. Aber dass die bei dem Skagzilla nichts wirkt. Oh, das liegt da. Meins! Wow. Et? Lass mich doch in Ruhe looten hier. Bin auf das Skal angewiesen. Wenn ich wieder sterbe, muss man Ableben zahlen. Was? Der war schön. Aha. Ach, die sind über mir. Ja. Nimm mal. Okay. Jetzt schocke ich euch mal. So. Einer lebt noch. Nicht mehr lange. Das ist schlechter, wenn man es. So. Hatte ich hier die Kiste gesehen? Nicht so prickelnd. Find die geil. Die braucht zwar ewig lang zum Nachladen, aber die killt. Aber die bringt mir beim Skagzilla auch nichts. Vielleicht muss ich bei dem Skagzilla mal mit dem Raketenwerfer kommen. Ja, vielleicht ein Plan. Okay, dann schocke ich dich erst einmal. Was, ich bin voll? Geschickt. Ja, erstmal den ganzen Shit weg. Ausgerüstet. So, deshalb. Ich dachte schon, dass ich im Loot voll bin. Hätte ich komisch gefunden.
Servus. Ich will hier nicht beim Scheißen stören, aber wir sind jetzt frei. Das braucht keine Sau nicht. Schnellreise aktivieren. Schalter umlegen, Hauptschalter aktivieren. Jo, das kriegen wir hin. Hey, danke, dass du den Penner das Leben gerettet hast. Ich geb's nur ungern zu, aber Lucky kennt die Gegend hier besser als jeder andere. Vielleicht hast du Verwendung für ihn, bis ich ihm den Hals umdrehe. Das hört sich geil an. Nimm ihn mal mit. Kann ich ihn leisten? Was? Wer bringt mir das? 3400. Und wie viel kostet das? 42.000. Oh, okay. Nö, so viel Money habe ich nicht dabei. Ach, das Money. Okay, hier geht's nicht raus. Aber hier geht's bestimmt raus. Wieder was zu verkaufen? Sehr gut. Knöpfe drücken. Was sind das für Viecher? Hat's gemacht. Und wo ist das letzte Viech? Hä? Da. Und ich bin doch flink wie ein Hase. Auch nicht mehr. Schade. Wollte doch sagen, was da wohl hochkommt mit dem Arsch. Was? Wo? Wer? Wie? Sucht mich! Ein bisschen den hier. Ey, wo willst du hin? Redest du mit mir? Gut, kann ich ableveln. So, nochmal flink wieder Hase und dann sind wir schon Phoenix. Haben wir das Ding wieder angemacht? Und wir können schnell reisen.
Oh. Hallo. Hier, fangt mal. Okay. Dann machen wir den hier. Was? Bleib schön am Boden liegen. Das tut dir gut. Das war auch geschickt. Dass das Auto hier schon stand. Wie? Komm ich da hoch? Nee. Irgendwie muss ich da noch hochkommen. Das von hier. Bounzt mich das vielleicht hoch, wenn ich Glück hab? Nein, das bounzt mich nicht hoch. Schade. Nein, hier kann man auch nicht hoch. Komm, ich will das Geld haben. Dann halt so. Mit Gift? Also die sind schon mal aus dem Rennen, die verkaufe ich. Das ist eine Bladov. Magazingröße, schlechte Feuerrate. Probieren wir mal. Ah, das ist ein Revolver. Eine Korrosionswaffe gefunden. Projektile auf diesen Waffen können Säure auf das Silber spritzen. Diese frisst sich dann rasch durch Panzerung und Haut und kann sich auch auf andere Gegner in der Nähe verteilen. Meine Waffe sind besser als die der Crimson Lance. Die verkaufe ich mal noch nicht. Die Bladov sei besser? Okay. So, behalten wir die beiden mal trotzdem. Muss ich dann mal ausprobieren, die Waffe. Wenn die vom Geld her höher ist. Weil der Wert, den die Waffen haben, ist oftmals ein sehr guter Indikator, wie gut die Waffe tatsächlich ist. Straßenkrieger. Heißer Schusswechsel. Vernichte Fahrzeuge, Patrouillen. Ja gut, das...
Oh, Benzinkrieg. Zerstöre die Benzintanks der Banditen. Genau da liegt ein Problem. Schließe alle Ventile der Benzinschläuche an der Tankstelle. Geister der Kammer, begib dich zur unheimlichen Ausgrabungsstätte und beschaffe das Elementar-Artefakt. Schnitzeljagd-Revolver, Todesstrecke von Pandora. Okay. Oh, haben wir einiges zu tun. Wo muss ich denn? Ah, da. What? What? Da war doch gerade da. Zwei von acht. Geht so schön nebenher. Geil. What? Das ist eine coole Strecke. Wir müssen jetzt 50 Stück überfahren. Also Leute. Hätten da auch nicht 20 gereicht. Lass sie doch wenigstens auf einmal spawnen, die 50. Was fallen lassen. Nett. Irgendwas liegt da. Ich möchte das haben. Granatenmodifikation. Was liegt hier? Brandschaden, Phoenix und Diva. Ich glaube, das ist cooler als das, was ich hatte. Geh drauf, du Kackviech. Was habt ihr mir jetzt da gelassen? Berserker. Ich bin doch kein Berserker. Warum droppt ihr Loot für den Berserker? Das hat auch noch gefehlt. Das wäre noch cool, wenn man das im Auto aufsammeln könnte, ohne auszusteigen.
Ja, Quest abliefern. So, damit wäre das fertig. Das machen wir mal noch nicht. Benzinkrieg. Benzin kannst zerstören. Ich erinnere mich an die Headcrabs von Die haben hier ein Nest aufgedeckt. Also irgendwie, hier haben sie das Level nicht richtig konstruiert. Okay, jetzt hat es nichts mehr. Oh. Benzintank zerstört. Oh. Nächste Benzintank. Ah, den. Der Shit. Den nächsten Benzintank, den holen wir erst. Achso, nee, das ist Gexilla da hinten, der so schreit. Nicht? Der ist ja noch da. Da ist er ja. Vielleicht kann ich ihn von dir töten? Ohne da reinzugehen? Okay. Okay, das ist jetzt zwar ein bisschen unfair, aber wenn das Game mich das tun lässt, gehe ich mal auf die andere Seite. Okay, weiter darf ich nicht. Gut, den Rest muss ich glaube von drinnen machen. Karte, ich komme gleich wieder. Das war ja. Das muss ich noch mit reinnehmen. Die Chance darf ich mir jetzt ja nicht entgehen lassen.
Komm. Dreckig. Jawohl. Hui. Schöne Waffen. Schöne Waffen. Was voll. Purer Klump. Okay. Die kostet 800. Was ist das Billigste, was ich habe? Okay. Machen wir mal den Müllhaufen hier hin. Fünfhundert. Also. Das ist schlechter. Ansonsten habe ich nichts so Schlechtes mehr. Also 800. Jemand den Shit mal verkaufen. Und wie ich ja eigentlich gerade machen wollte, sage ich an dieser Stelle danke fürs Zusehen. Hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, wisst ihr, liken, subscriben und der Welt verteilen, wenn ich es noch nicht schon getan habe. Die Notation Bell aktivieren, dass YouTube weiß, dass ihr mehr von uns sehen wollt. Sollte euch YouTube nicht benachrichtigen, wann, wie, wo, was bei uns abgeht. Habt ihr noch den Twitter-Account von Dennis, den ihr an Followerin drücken könnt oder auf alle Feeds-Anzeigen einstellen solltet? Weil Twitter und YouTube ja leider uns nicht mehr die Möglichkeit geben, eine Verbindung herzustellen, sind wir leider, habt ihr mein Auto kaputt gemacht? Okay, habt ihr mir halt ein neues da gelassen, finde ich auch gut. Ja, da YouTube und Twitter uns leider nicht mehr ermöglichen, eine Verbindung herzustellen, machen wir das Ganze manuell und händisch. Aber das habt ihr, und davon habt ihr keinen Nachteil, denn ihr bekommt dann immer mit, wann bei uns wo was abgeht. In diesem Sinne, bis zur nächsten Folge. Tschüss.